Hallo ihr lieben Kreativen und schön, dass ihr wieder auf meinen Kanal reinschaut. Ich habe mal wieder ein Päckchen von Globaland erhalten. Ich weiß jetzt selber nicht mehr, was ich da bekommen habe oder was da drin ist. Da schauen wir nämlich jetzt erst einmal rein. So, Päckchen kommt natürlich wieder in der Luftpolsterfolie. Ich glaube, ich habe da Stanzen, würde ich jetzt mal so behaupten. Wir machen jetzt einmal auf. Schön in Luftpolsterfolie und einen luftgepolsterten Umschlag. Beim Globaland müsst ihr immer ein bisschen aufpassen auf die Mengenzahl, weil manchmal ist es so, wenn ihr Stempel oder Stanzen bestellt, dass manchmal sogar mehr drin ist. Ist meistens schon erkennbar am Preis und halt dann steht nochmal Quantity, glaube ich, 5 oder irgend sowas dabei, dann heißt es wirklich, ihr bekommt es. 5, das war ja bei meiner ersten Bestellung so, da habe ich dann Stanzen mehrfach bekommen und wusste nicht warum. Mal schauen, ob das diesmal wieder so der Fall ist. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Ich glaube, das ist diesmal stanzenlastig. Muss jetzt mal überlegen nochmal. Man sieht Globaland, das ist, ihre Farben sind eben rosa, hellblau. Ich habe mir schon in Vorbereitung für Herbst, weil bis ich schaue, ist wieder Sommer, ist Herbst und ich komme überhaupt zu nichts. Seit letztem Jahr einfach furchtbar. Da bin ich froh, dass ich jetzt hier noch ein paar Sachen hinbekomme zum Basteln bzw. zum Vorstellen. Und da ist so eine kleine Kooperation nicht schlecht, weil da kommt man endlich mal wieder zum Basteln und strengt sein Gehirn an. Na, das braucht ein bisschen. Was mir schon mal aufgefallen ist, was ich halt immer nicht toll finde, es ist hier nur allgemeine Information drauf, also es ist nicht bezogen auf diese Stanzenset, es wird auch nicht beschrieben. Ein Beispiel, wie man es manchmal gewohnt ist. Gibt es aber auch andere Hersteller, die machen das auch nicht. Jetzt sehe ich da gerade was. Ah ja, also das sollen auf jeden Fall Halloween-Laternchen werden oder Windlichter. Man sieht hier, ihr habt hier so Türchen zum Ausstanzen. Hier ist diese Klebelasche. Und wenn ihr zweimal ausstanzt, könnt ihr euch ein Lichtlein mit Teelicht zusammenbauen. Ihr braucht ja nicht bloß dieses Motiv nehmen, weil dem hier sind nämlich drei verschiedene Motive drin. Hier haben wir ein schönes mit einer kleinen Hexe, eine Spinne, Halloween-Kürbis. Dann haben wir hier einfach was mit Bäumchen und hier ist es mit so einem, würde ich mal sagen, Geisterschloss. Weil da oben, das schaut aus wie so Fledermaus. Und hier haben wir eins, das ist ganz so gehalten, würde ich mal sagen. Es ist zwar auch Fledermaus oben und eine Eule. Und da ist, schaut eine Katze aus dem Kürbis raus. Ich bin gespannt, wie das dann ausgestanzt aussieht. Weil da werden wir auf jeden Fall was basteln damit. Wir haben ja erst letztes Mal mit meinem Stanzenset, die waren, glaube ich, genauso groß. Habe ich was gebastelt. Diesmal machen wir das auch. Und hier ist der Boden. Also mein letztes Windlicht war ohne Boden. Also da habt ihr es einfach nur ausgestanzt, zusammengeklebt, so rumgestellt. Und hier habt ihr diesmal sogar einen Boden dabei. Macht die Sache dann auch einfacher. So könnt ihr das nehmen und dann überall hinstellen, ohne dass ihr immer die Kerze aufpassen müsst, dass euch die rausfällt. Das war jetzt mein erstes. Dann haben wir nochmal ein Stanzenset. Hoho, das ist schon riesig. Also ich dachte, das wäre wesentlich kleiner. Das ist eine, wenn ich mich nicht irre, eine Popcorn-Tüte. Ah, schaut's her. Boah, das ist riesig, das drum. Ich bin jetzt gerade am Belegen. Und wenn sie die dann viermal ausstanzt, habt ihr ein kleines Böckschen, weil hier habt ihr die Klebelaschen wieder hier. Das könnt ihr dann hier rausdrennen. Entweder ihr macht es so, ihr lasst es drin und macht es viermal so offen und tut halt dann so Bonbons rein oder so. Oder ihr macht es das ohne dem. Ihr stanzt es aus, stanzt das dann extra aus und klebt es einfach drauf als Streifen. Kann man auch machen. Aber mich würde da sogar diese Gitterversion interessieren. Das würde ich wahrscheinlich mal als erstes ausprobieren wollen. Wenn ich das jetzt drin lasse und viermal ausstanze, mehr wahrscheinlich ein nettes Gimmick, dann haben wir da drin gehabt das da. Da jetzt hier unten auch eine Lasche ist, nehme ich jetzt mal an, dass das hier der Boden ist. Hier haben wir, müsste ich das natürlich jetzt verkehrt rum nachschauen, Popcorn.
Streets. Man könnte es jetzt auch ohne Popcorn, auch so als, man kann es auch als kleine Geschenke oder Mitgebsel an zum Beispiel einen Geburtstag machen. Aber ich bin jetzt wirklich überrascht, dass dieses Ding so riesig ist. Ich dachte, es wäre so eine kleine Mini-Box, aber da geht ganz schön viel rein. Genau, und dann könnt ihr das hier mit verzieren, mit Popcorn und diese Popcorn-Dinger oder Drehs oder mit diesem Kreis, mit einem Schriftzug oder mit diesen Stanzen könnt ihr es dann verzieren. Und ich bin gespannt, ich wäre für die offene Variante. Dann haben wir hier, na, weiß ich jetzt nicht mehr, was das so war. Als habe ich mir das so überlegt gerade. Aber ich dachte, so Hänger. Aber das wäre jetzt ein Blödsinn, wenn ich mir das jetzt gekauft habe. Das ist jetzt zum Ausstanzen, das klappt so zusammen. Aber ich glaube, ich weiß wieder, was das war. Ich glaube, das waren so Lesezeichen. Die könnt ihr dann in das Buch reinmachen. Aber ich schaue mal auf die Webseite und gucke mal, was das war. Genau. Bestellung ist schon ein bisschen länger her. Und hier ist es genauso. Ein Sternherzchen. Hier habt ihr natürlich diese Rosettenform. Dann habt ihr hier nochmal eins so. Hier habt ihr diese Laschen so zum Stanzen. Finde ich ja auch nicht schlecht. Das könnt ihr dann zum Beispiel auf so kleine Tütchen drauffalten. Hier genauso. Und dann könntest du es damit verschließen und dann irgendwo dranhängen damit. Ist auch keine schlechte Idee. Ich bin noch überlegen, was man euch zeige in den nächsten zwei Tutorials, was man damit machen kann. Und da ich ja eben schon ein bisschen vorausschauend gedacht habe für dieses Jahr, habe ich auch diesmal Stempel mitgenommen. Es könnte sein, dass das ein Set war. Ganz sicher bin ich mir nicht mehr. Ah, ich glaube, das war ein Set. Mit vier verschiedenen. Ah, das ist falsch rum reingemacht worden, sehe ich jetzt gerade. Wir machen es jetzt erstmal so. Das ist jetzt das Allgemeine. Wie funktioniert es? Eben dieses Silikonstempel abziehen, auf so eine Acrylplatte drauf und dann abstempeln. Beziehungsweise auf die Stempelhilfe. Dann haben wir hier, drehen wir um. Das kann man gar nicht so richtig sehen, ne? Du musst mal auspacken. Okay. Ja, da sieht man es besser. Also wir haben hier so einen Totenbaum, wir haben eine schwarze Miezekatze, wir haben ein Auge, wir haben eine Spinne, Totenkopf, einen typischen Halloween-Kürbis, Besen, Spinnennetz, Kerze und einen Grabstein und Fledermäuse und diesen Schriftzug Happy Halloween. Kann man gut gebrauchen für alles Mögliche, nicht nur für Karten. Hier, das sind jetzt Stempel für den Tag der Toten. Damit können wir auch mal was Schönes gestalten. Also war das praktisch wirklich ein Set, weil dieses Stempelset hätte ich mir so allein jetzt nicht ausgesucht. Hier haben wir eben diese Bordüren für die Ecke, eben auch auf Karten oder auf in so ein Junk Journal, alles Mögliche. Da bin ich auch im Überlegen. Mal gucken, ob mir da was einfällt. Das ist jetzt schon mal ein richtiger großer Stempel für Halloween. Also definitiv. Passt da auf eine DIN A6 Karte, würde ich mal behaupten. Oder ist es größer? Ich guck mal kurz. Wir haben heute nämlich Karten gebastelt. Für den Geburtstag was. Und da habe ich ja eben diese Rohlinge vom Action verwendet. Gucken wir mal. Jo, ganz knapp. Aber auch ganz knapp. Ganz knapp ein DIN A6, würde ich mal behaupten. Aber da würde ich sagen, ihr macht euch dann eure Kartenrolling selber. Erst abstempeln auf ein großes Stück und vielleicht dann mit einem Falzbrett dann euch einen eigenen Umschlag basteln. Weil das ist definitiv groß. Oder, fällt mir auch noch was ein, wenn es wegen Halloween, ihr könnt es ja direkt so ein Bild gestalten. Das draufstempeln und am Schluss kommt dann das Trick or Treat Puh rein. Einladungskarte. Könnte ich mir damit gut vorstellen. Damit bestempeln. Und das muss ja dann auch nicht unbedingt die DIN A6 Größe haben. Kann ich mir gut vorstellen. Mal gucken. Und dann haben wir hier auch wieder ein typisches Halloween Stempelset. Also hier haben wir eben Halloween. Diesmal ist es auf dem Schild. Auf einem Besenstiel hängt es. Was mir jetzt da noch ein bisschen fehlt, ist dann diese Hexe noch. Ich weiß nicht, ob ich noch so eine Stanze habe oder einen Stempel. Da muss ich mal gucken. Vielleicht habe ich einen. Der würde dann wieder dazu passen. Oder auch diese Eule. Zum Beispiel, wer Harry Potter Fan ist, der das auch dazu perfekt passen. Hier haben wir auch wieder eine Spinnwebe.
Also Fledermäuse habe ich genug. Hier so ein Knallbonbon. Dann haben wir hier wieder diesen, diesmal als Hexenkürbis würde ich bezeichnen. Und hier haben wir wieder einen Totenkopf. Und hier steht auch Spells. Also wäre das Tatsache was auch für Zauberer, Hexen. Das war es jetzt eigentlich mit meinem Unboxing. Ihr habt gesehen, dass ich wieder ein bisschen Vorrat an Stempeln habe, ein paar Stanzen. Und damit mache ich dann demnächst noch zwei Tutorials dazu. Also einmal gestempelt wird auf jeden Fall. Und einmal ein Stanzenset. Welches das ist, das weiß ich noch nicht. Das wird ihr dann in meinen nächsten Videos sehen. Dazu ist am besten die Abo-Glocke geeignet, wenn ihr mich schon abonniert habt. Schaut nach, ob ihr die Benachrichtigung eingeschaltet habt. Wenn nicht, würde ich mich freuen über ein Abo von euch. Ich freue mich wieder in einem nächsten Video mit euch. Bis demnächst, eure Petra und habt einen schönen Tag.